Hallo zusammen, Freunde fantastischer Geschichten. Heute habe ich mal wieder einen neuen Teil der Filiasson-Saga für euch dabei. Nebelinseln von Bernhard Henne und Robert Corvus ist im Heine Verlag erschienen 2022 und hat 928 Seiten. Es ist der 10. Teil der Filiasson-Saga. Schauen wir uns mal an, um was es in dem Buch geht. Die Geschichte startet wie immer mit einem Prolog. Diesmal geht es um Salarin. Salarin ist ein Elf aus der Otajasko von Filiasson, der uns schon sehr, sehr lange in der Saga begleitet. Wir erleben ihn vor vielen Jahren, seinen früheren Werdegang sozusagen, seine frühere Suche nach etwas Altem und Mystischem. Er selber weiß nicht unbedingt, nach was er sucht. Er wirkt so ein bisschen auch verloren in der Welt. Er zieht durch Aventurien und versucht irgendwie den inneren Stimmen zu folgen. In diesem Prolog kommt ganz gut der Kontrast zu tragen, der auch im späteren Roman eine Rolle spielen wird, nämlich der Kontrast zwischen den Menschen und den Elfen. Die Menschen eher als gierig und in Feierstimmung, in Feierlaune gezeigt, und die Elfen, die sind naturverbunden und in einer, in einer mystischen Verbindung gezeigt. Das ist eigentlich ganz interessant. Im Prolog kommt ein Wanderverkäufer vor. Das kam mir, also Aventurien ist ja eine ganz eigene Welt, und in Aventurien gibt es ja wirklich Bereiche, vor allem zum Beispiel auch im Horasreich und so weiter, die jetzt nicht unbedingt klassische Fantasy sind oder auch Maraskan oder andere Bereiche. Und dieser Wanderverkäufer, der ist auch definitiv keine klassische Fantasy. Also Wanderverkäufer, was kann man sich darunter vorstellen? Es ist so ein Mann, der mit einem Eselskarren von Dorf zu Dorf zieht und dort Tinkturen und andere Wunderdinge verkauft. Also sowas, wie man es eher aus den alten Westernfilmen kennt oder aus den Westerngeschichten. Oder vielleicht auch Elliot, das Schmunzelmonster. Ich glaube, da kommt auch so ein komischer Wanderverkäufer vor. Also ich stecke den eher so ins 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, und das passt für mich nicht so perfekt in eine Fantasy-Welt rein. Also es ist jetzt meine persönliche Meinung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wie bei euch dieser Wanderverkäufer ankam und ob ihr das in einer Fantasy-Welt erwarten würdet oder nicht. Auf jeden Fall, dieser Wanderverkäufer, der verkauft Tinkturen und Spülmittel zum Beispiel auch. Ja, Spülmittel, wo man Pfannen reinigen kann, besonders effektiv Pfannen reinigen kann. Und was auch ein bisschen anachronistisch für mich war, ist ein Webstuhl. Ein Webstuhl taucht auch dort in der Geschichte auf. Ich weiß nicht, ob es in Aventurien Webstühle gibt. Webstühle sind für mich auch etwas mit der frühen industriellen Revolution, also so 18. Jahrhundert, so in die Richtung würde ich jetzt Webstühle einordnen. Ich habe es nicht recherchiert, aber das ist so meine intuitive Einordnung. Schreibt gerne, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr findet, dass das zu Aventurien passt. Bei mir ist es ein bisschen wie so ein kleines Steinchen, das nicht ganz reingepasst hat. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Die Hauptgeschichte, der Prolog hat wieder so um die 100 Seiten. Dann kommen wir zur Hauptgeschichte. In der Hauptgeschichte reist Filiasson mit einem Elfenschiff, mit einem magischen Elfenschiff, das wunderbar auch beschrieben ist, die Tauplarier, mit einem magischen Elfenschiff in ein Reich der Inseln im Nebel. Dieses Reich kennen wir schon aus den früheren Bänden der Filiasson-Saga, weil Beorn, der Blender, befindet sich schon seit dem Ende des Buches Rosentempel. Das müsste, glaube ich, Band 8? Band 8 oder Band 7 müsste es, glaube ich, sein. Der Rosentempel befindet er sich schon in diesen Inseln des im Nebel. Wir kümmern uns jetzt aber in diesem Band vor allem, zumindest in der ersten Hälfte, um die Erlebnisse von Filiasson in diesem Reich. Und da entdeckt Filiasson erstmal die lebenden Bilder. Lebende Bilder sind im Prinzip sowas Ähnliches wie Illusionen, die immer wieder denselben Tag wiederholen oder auch eine gewisse Zeitperiode wiederholen. Und dann geht wieder alles auf Anfang und die Geister erleben diese Periode wieder neu. Also diese lebenden Bilder. Dort landet Filiasson und er sieht dann auch lebende Bilder von Beorn und seiner Otajasko. Und da wird ganz, ganz schnell klar, welchen Einfluss Beorn inzwischen auch schon auf diese auf die Gesellschaft und die Geschichte in den Inseln im Nebel hatte. Dann reist Filiasson weiter, er lernt weitere Elfen kennen und weitere Sippen, und er kommt in eine Stadt namens Gwandual. Diese Stadt wird sehr detailliert beschrieben und auch die Gesellschaft dort und die Sitten dort werden sehr detailliert beschrieben. Das ist im Prinzip so die erste Hälfte des Buches. Währenddessen schalten wir ab und zu mal rüber
zu Beorn, Beorn dem Blender. Der ist nämlich gerade dabei, eine Elfenstadt zu belagern. Die Elfen bei den Inseln im Nebel sind ein bisschen geteilt, also nicht nur ein bisschen, die sind geteilt in zwei Lager, nämlich die Alten. Die Alten bewohnen die Städte und die Wilden, sogenannten Wilden, also die haben sich von den Alten losgesagt und leben im Prinzip so ein bisschen nomadisch auf den Inseln im Nebel. Und Beorn gelingt es als allerersten, diese Wilden zu vereinen und im Prinzip zu einer Streitmacht zu machen, mit der er auch schon einige Elfenstädte erobern konnte. Beorn, der Eroberer, nennt er sich. Und jetzt belagert er gerade Pryll, eine weitere Elfenstadt, die sich aber sehr, sehr standhaft dem Blender entgegensetzt. Warum belagert er die Stadt eigentlich? Um ein Unrecht zu sühnen, nämlich ihm wurde die Flöte der Orima geraubt. Ein Artefakt, das ihm von Orima, der Göttin Orima, einer Elfengöttin, geschenkt worden ist. Ich glaube, kurz bevor oder kurz danach, kurz nachdem er entrückt worden ist von Aventurien zu den Inseln im Nebel. Das müsste auch im Band Rosentempel beschrieben worden sein, glaube ich, wie er diese Flöte bekommt. Also das erleben wir mit Beorn. Ich habe über die erste Hälfte schon auch in meiner Fantasy-Taverne gesprochen. Meiner Fantasy-Taverne vom Januar 2023. Wenn ihr das nachschauen wollt, könnt ihr da mal reingucken. War es Januar? Nee, es war Februar. Februar 2023. Dort in der Fantasy-Taverne habe ich über die Phileas und Saga Nebelinseln schon gesprochen, aber nur über die erste Hälfte, weil bis da hatte ich nur die erste Hälfte gelesen. Und da kam ein Kommentar von einem Zuschauer, dass er diesen Band als den besten Band der Reihe sieht. Und zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir, was, den besten Band der Reihe? Das soll der beste Band der Reihe sein? Niemals. Also ich war da auf jeden Fall ganz anderer Meinung. Aber jetzt habe ich die zweite Hälfte gelesen. Und ich muss euch sagen, Leute, die zweite Hälfte dieser Geschichte, die geht ab. Unglaublich. Und jetzt kann ich diese Meinung, dass es der beste Band der Reihe ist, eher teilen. Was passiert denn in der zweiten Hälfte? Ich werde es euch jetzt nicht genau erklären und nicht genau verraten, weil da würde ich zu viel vorwegnehmen. Aber Phileasson und Beorn müssen zusammenarbeiten, um die nächste Aufgabe zu lösen. Sie haben dann auch endlich eine konkrete Aufgabe. In der ersten Hälfte ist es ja mehr so vorgeplänkelt, sage ich jetzt mal. Phileasson reist durch die Insel der Nebel, lernt da mal jemanden kennen, lernt dort mal jemanden kennen. Und es ist mehr so eine, ich zeige euch mal diese faszinierende Welt. Wir haben hier wenig Handlungsspannung, habe ich das in der Fantasy-Taverne genannt. Also die Spannung ist mehr so die Entdeckungsspannung und die Beschreibung und mystische Spannung und nicht so sehr die Handlungsspannung. Und die hat mir gefehlt. In der zweiten Hälfte haben wir genug, unglaublich, da sind wir sozusagen schon fast übersättigt mit Handlungsspannung. Wir haben jetzt endlich eine konkrete Aufgabe. Wir bekommen viel Action, aber wir bekommen auch Pläne. Es werden Pläne geschmiedet. Und es werden scheinbar unbezwingbare Hindernisse überwunden. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Also die zweite Hälfte ist definitiv klasse. Die erste Hälfte ist auch gut, aber die zweite Hälfte toppt das alles noch. Was ist, soweit jetzt erstmal zur Handlung aus dem Roman, was ist mir besonders aufgefallen? Also was wieder mal sehr, sehr schön ist, und das hat Hennen und Corvus, das können die einfach, das ist die beeindruckende Sprache, in der sie diese Romane schreiben. Auch hier wieder in Nebelinseln haben wir eine sehr präzise Sprache. Hier ist mir besonders aufgefallen die Segelbegriffe bei der Beschreibung der Tauplerie, wie die Tauplerie beschrieben wird, ist wunderbar, sehr, sehr gut. Es ist ja ein zauberkräftiges Elfenartefakt, ein sehr, sehr altes Elfenartefakt, wo teilweise die Elfen überhaupt nicht mal mehr wissen, wie das überhaupt funktioniert und wie das überhaupt sein kann. Und das wird von Robert Corvus, schätze ich mal, hat das geschrieben, weil das aus der Sicht der Phileasson Otayasko ist, wunderbar in Szene gesetzt. Ein weiterer beeindruckendes Element der ganzen Reihe eigentlich ist das große Ensemble. Wir haben hier sehr, sehr viele Charaktere, einerseits auf Seiten der Otayasko von Phileasson, aber auch auf Seiten der Otayasko von Beorn. Es wird auch viel Sorgfalt verwendet, gerade am Anfang des Romans, nochmal die Charaktere zu beschreiben und einzuführen, im Prinzip eine Wiederholung der Charaktere zu bringen. Das ist auch in den vorherigen Bänden schon passiert und das muss auch sein, weil gerade wenn man die Reihe nicht durchgängig liest, sondern immer mal wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause zwischen den Bänden macht, weil die ja auch nicht alle gleichzeitig erschienen sind, vergisst man teilweise die Charaktere und ihre Eigenheiten. Das ist ganz normal und da leisten diese beiden Autoren eine sehr, sehr gute Arbeit.
uns hier nochmal in Erinnerung zu rufen, was die Besonderheit der Charaktere ist. Wir haben viele Perspektivwechsel in dem Roman und dadurch werden uns die verschiedenen Eigenheiten der Persönlichkeiten sehr gut gezeigt. Gut geregelt oder gut in Szene gesetzt finde ich auch die Sprachbarriere. Wir dürfen nicht vergessen, Filiasson reist ja jetzt in ein unbekanntes Gebiet, in die Inseln im Nebel. Und dort sprechen die Elfen natürlich nicht die gängigen Sprachen in Aventurien, also zum Beispiel auch nicht Torvalsch, was ja Filiasson spricht, sondern sie sprechen Istira, also die Elfensprache. Und die beherrscht erstmal niemand wirklich aus der Otayasko von Filiasson, außer der Elf Salarin, der mit ihm reist, beherrscht es keiner. Und hier wird sehr, sehr gut drauf eingegangen. Diese Sprachbarriere wird nicht einfach banalisiert, sondern sie wird wirklich in die Handlung und in die Probleme, die die Otayasko bestreiten muss, mit hineingenommen. Die wird dann auf verschiedene Arten, bestritten, diese Aufgabe. Einerseits über Artefakte, andererseits lernen die Menschen dort dann Istira, also die Sprache. Und hier wird auch nochmal genau darauf eingegangen, dass die Elfen ja dass sie zwei Stimmen haben. Also dass sie einen zweistimmigen Gesang und auch eine zweistimmige Sprache haben. Und deshalb es überhaupt nicht leicht ist, eigentlich sogar sehr, sehr schwierig ist für einen Menschen, Istira richtig zu lernen und auch richtig auszusprechen. Und hier sieht man dann auch sehr schön die Entwicklung der Geschichte. Weil am Anfang, wenn Filiasson auf die Insel der Nebel kommt oder in dieses Reich kommt, verstehen sie eben noch gar nichts. Und am Ende hin können sie dann sehr, sehr gut teilweise sogar Istira sprechen. Und gerade diese Entwicklung vermittelt einem beim Lesen ein schönes Gefühl, dass die Geschichte weitergeht, dass sie sich entwickelt, dass die Charaktere sich entwickeln. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Gut gezeigt und eigentlich auch am besten gelungen, was mir am besten an dem Buch hier gefällt, ist der Perspektivwechsel zwischen den verschiedenen Charakteren und dass die Dinge, die Handlungen und die Ereignisse dort in dem Roman aus den verschiedenen Perspektiven gezeigt werden. Und da gefällt mir besonders gut die Perspektive von Eilif Donnerfaust, glaube ich, heißt sie, die riesenhafte Hühnin, sie wird auch mal als der Oger bezeichnet, was ja nicht besonders freundlich ist. Also Eilif ist ein super Charakter, ich liebe sie. Und gerade die Kämpfe, die aus ihrer Perspektive gezeigt sind, sind einfach klasse. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Und die Autoren spielen hier sehr schön damit, dass teilweise der Leser etwas weiß, was der Charakter nicht weiß, oder der Charakter etwas weiß, was der Leser nicht weiß. Also diese Brüche in den Perspektiven oder beziehungsweise diese klar gehaltenen Perspektiven, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, diese klar gehaltenen Perspektiven, die eben nur das zeigen, was der Leser auch wirklich gezeigt bekommen soll oder die nur das zeigen, was der Charakter eben weiß und nicht das, was er nicht weiß, das bringt sehr, sehr viel Spaß und auch sehr, sehr viel Spannung rein. Ich habe einen Plan gestaltet, den blende ich euch jetzt einfach mal ein, wo ich, da seht ihr alle Kapitel von oben nach unten, also es sind insgesamt 12 Kapitel, P steht für Prolog und E steht für Epilog, also es sind die 12, beziehungsweise 14 Kapitel dann insgesamt und ich habe euch eingetragen, wie gut mir das Kapitel jeweils beim Lesen gefallen hat, also ganz subjektiv, wie gut mir das Kapitel gefallen hat und da seht ihr, es fängt, also ganz oben seht ihr die Leiste, 0 heißt ja, war okay, Minus und Minus Minus rechts wäre eher schlecht und links Plus und Plus Plus bedeutet eben gut und extrem gut. Und ihr seht hier ganz gut nachvollziehen, meine Reise durch die Filiasson-Saga Teil 10, Nebelinseln. Die erste Hälfte, so Kapitel 1 bis 6 oder auch der Prolog, die haben mir ganz gut gefallen, aber eben halt nur ganz gut gefallen und nicht herausragend gefallen. Aber ab Kapitel 7, seht ihr, geht die Leiste steil nach oben und bleibt dann bei 8, 10, 11 und 12 auf dem obersten Punkt der Skala, nämlich extrem gut. Beim Epilog geht es dann wieder ein bisschen runter, weil der Epilog ist, der ist aber auch nur ganz kurz, das sind nur 2 Seiten. Also ihr seht, hier an dieser Skala bestätigt sich das, was ich auch allgemein im Gefühl hatte, dass nämlich die erste Hälfte so ein bisschen lala ist, mich jetzt nicht so hundertprozentig von den Socken hauen konnte, aber die zweite Hälfte extrem gut ist. Ein weiterer Punkt, den ich euch noch kurz erwähnen möchte, bevor wir zum Fazit kommen, ist, ich wittere hier ein mögliches Spin-off. Ein Spin-off kennt man ja von Fernsehserien, also man hat eine Serie
Und dann wird eine neue Serie ins Leben gerufen mit einem Charakter und da wird ein besonderer Aspekt im Leben dieses Charakters oft dann nach vorne geholt und dann entwickelt sich wieder eine neue Serie. Hier könnten wir eventuell einen Spin-off erwarten, vielleicht, ja, falls die Verlassungssage mal beendet ist und Corvus und Hennen weitermachen wollen, weiter zusammenarbeiten wollen, könnte sich so ein Spin-off anbieten, nämlich die Abenteuer des Tystir Hakrison. Tystir verlässt nämlich kurzfristig, während dieses Buches so ungefähr bei der Hälfte, die Otayasko. Ich verrate jetzt mal nicht, was genau mit ihm passiert, aber er wird verschlagen in ein anderes Reich und verbringt dort mehrere Jahrzehnte. Also es wird, glaube ich, nicht genau gesagt, wie lange es ist, aber es sind so 30, 40 Jahre, die er dort in dieser anderen Welt verbringt. Jetzt ist die Frage, was passiert ihm dort? Also ich kann mir gut vorstellen, dass dort nochmal ein Roman oder vielleicht sogar zwei, drei Romane herauskommen, was er während dieser Zeit, dieser 30, 40 Jahre dort in dieser anderen Welt, in dieser Nebenwelt erlebt hat. Man könnte da ja sogar ja, noch viel, viel mehr Abenteuer und so weiter hinein interpretieren, als jetzt verraten worden sind. Also es ist schon ein bisschen was verraten worden, was er in dieser Welt erlebt, aber eben nur ganz, ganz oberflächlich. Also ich könnte mir da gut vorstellen, dass man dort ein Spin-off draus machen könnte. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Die Nebelinseln ist wirklich eines der besten Bücher der Reihe, der Filiasson-Reihe. Zumindest die zweite Hälfte hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Also es ist eine definitive Leseempfehlung. Es ist ein bisschen schwierig, das Buch als Einzelband zu lesen, würde ich sagen. Also man sollte schon die komplette Filiasson-Saga gelesen haben, um auch die Charaktere zu verstehen und die Konflikte zwischen den Charakteren gut nachvollziehen zu können. Aber eventuell, zumindest die zweite Hälfte, enthält so viel spannende Geschichten und so viel spannende Szenen, die könnte man auch losgelöst von der Filiasson-Saga eventuell genießen. Besser aber natürlich innerhalb der Reihe. Ich bin sehr gespannt, wie es in der Reihe weitergeht. Der nächste Band, Band 11, ist ja glücklicherweise schon draußen. Elfenkönig heißt er. Ich habe ihn auch schon hier und ich werde heute Abend auch schon damit anfangen, diesen Band zu lesen und werde natürlich, sobald ich fertig bin mit dem Lesen, euch wieder in einem Video darüber berichten. Vorher vielleicht dann schon in meiner nächsten Fantasy-Taverne ein bisschen drüber plaudern, was ich bis dahin gelesen habe. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich heute ein bisschen anders das Video aufgenommen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Also ich bin im Prinzip vor einem Hintergrund. Ich habe das so ein bisschen rausgekiet. Ich weiß nicht, wie das wirkt. Also schreibt es auch mal gerne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir, indem ihr einen Like da lasst. Das würde mich sehr freuen. Ja, wenn euch das Buch gefällt oder wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt auch gerne in die Kommentare, was euch daran besonders gefällt oder auch welche Szene eure liebste Szene war. Das würde mich sehr interessieren. Meine liebste Szene ist definitiv eine Szene, wo Filiasson und Beorn miteinander streiten, was die beste Taktik ist, in den Turm des Schlangenkönigs einzudringen. So viel verrate ich jetzt einfach mal. Ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Also das ist wirklich eine Szene, die ist göttlich. muss ich wirklich sagen. So viel zu Band 10 der Filiasson-Saga Nebelinseln. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Professor Fantasy Dominik Schmeller.